Moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie ihr seht. Pullman City ist am Start. Hinter mir ganz, ganz böses Fahrzeug. Shelby GT500 vom guten Holger Pornab. Ich erzähle euch jetzt mal was zu dem Fahrzeug. Und zwar, wie ihr seht, außergewöhnliche Folierung von Jago Design, umgesetzt vom Thomas Burkhardt Steng Design. Felgen HRE, ich glaube, das ist die F5 oder H5. Ich finde, sehr, sehr schöne Felge, passt wunderschön zu dem Fahrzeug. Dann hat der gute Holger das Handling Package montiert, man sieht es. Die Gurney Flap ist montiert und vorne die Winglets. Zeige ich euch. Das sind die Winglets. Die gehören zum Handling Package. Die sind montiert. Sorgen nochmal halt für eine bessere Traktion auf der Vorderachse und natürlich auf der Hinterachse durch die Gurney Flap. Sehr, sehr stimmig. Dann hat er hier, natürlich muss sein, abgesetzt, wie ich finde, sehr passend in weiß, GT500 und unten den Shelby-Schriftzug. Muss halt sein. Dann hat, ihr kennt das Problem, der GT350, dort ist es nochmal deutlich schwieriger, aber der Mustang, der hat eine Abschleppöse. Der GT500 hat auch eine Abschleppöse, also Vorrichtung. Die GT350 Fahrer leider nicht. Und hier hat der Holger halt einen passenden Abschlepphaken montiert. Ich finde sehr, sehr passend. Ist fest fixiert, also da kann man nichts drehen. Der muss hier einmal gelöst werden. Dann kann man den hin und her bewegen und wieder fixieren, wie man möchte. Aber sehr, sehr schönes Detail, wie ich finde. Hinten die Gurney Flap, den Spoiler kennt ihr ja bereits. Das ist der gleiche Spoiler, wie ich montiert habe. Das ist ja Facelift Spoiler GT350 ab 2019 bzw. Standard Spoiler beim GT500. Und wundert euch nicht, der hat halt Spiel, weil er arbeiten muss, wenn hier Anpressdruck herrscht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ja. Nächster Punkt ist, den der Holger noch geändert hat. Obligatorische Fußmatten. Standard, muss sein. Aber was er halt mega geil gemacht hat, ist, boom. Schrot, 4-Punkt-Gurte und ein Clubsportbügel. In schwarz. Ich zeige euch das mal von Wiechers. Mega geil, mega geil. Wie man sieht, sonst Innenraum halt ziemlich Standard. Carbon Dashboard, die Plate. Ich kann euch mal eben den Tacho zeigen. Ja. Bis 360 auf entspannt. Boah, ihr seht, Alter, Wetter ist brutal. Motormäßig ist hier noch nichts geschehen. Das Fahrzeug, also das letzte Shelby-Video, was ihr gesehen habt, mit dem Problem bei den Kompressoren, war sein Fahrzeug. Leistungssteigerung ist geplant, Teile sind bestellt. Angepeilt sind so gute 850 PS. 771 reicht natürlich nicht aus.
Zusätzlich hat der gute Holger, ihr habt gesehen, das Fahrzeug ist ein bisschen tiefer als Serie, hat er einen KW V4 verbaut. Das V4 wurde auf sein Fahrzeug hin entwickelt. Ja, und das werden wir jetzt einmal erfahren, zusammen mit euch. Ich werde die Kameras montieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah genau, zusätzlich ist bei diesem Fahrzeug natürlich keine Standard-Auspuffanlage montiert. Obwohl, er hat nichts gegen die GT500 Auspuffanlage. Wenn die Stock ist, ist sie brutal gut. Nur er hatte den Nachteil. Ihr kennt das Thema, spreche ich oft genug an. Es gibt nur einen Umbau und das ist der Henschel-Umbau. Hat er leider nicht bekommen. Er hat einen Mantel-Schalldämpfer gehabt und dadurch hört sich das Ding Käse an. Hatte halt den Weg und Mittelschalldämpfer, der Originale, ist halt verschwunden oder war defekt oder so. Und dann ist er halt zu Grail gegangen und hat jetzt eine Grail-Auspuffanlage. Kaltstart, Leute, sowas Asoziales habe ich noch nicht gehört. Ihr werdet das Fahrzeug gleich hören, wenn es angelassen wird. Aber ich sag nur so, es wird laut. Es wird richtig laut. Aber wie gesagt, Stock gefällt mir persönlich besser. Er hätte auch lieber eine Stockanlage, aber hat jetzt halt die Grail. Fertig aus. Alter, ich muss weg. Denk dran, du bist jetzt auf dem Ton drauf. Ja, ja. Video nicht zu sehen, aber Ton. Ja, ja. Ich richtig beschissen auf dem aufs Gelände. Da hat er aber jetzt gerade versucht, einen leichten Schlenker zu machen. Ist ein kalt. Ja, ja. Macht er aber nicht im warmen Zustand, was ich eben gemacht habe. Ich fahre noch. Reifen sind kalt. Ja, ja. Ja, obwohl. Kannst du das nicht umstellen auf Bar? Keine Ahnung. Kannst du? Ich meine, der David hat das auch. Ah. Also mit PSI und Fahrenheit und so komme ich ja gar nicht klar, da bin ich dann raus. Also ich muss sagen. Schaltung. Soll ich mal was Negatives sagen? Die Abgasanlage ist scheiße. Die dröhnt. Also hier Beifahrersitz, gerade, ich weiß nicht, wo das war, 2,5, 3, die hat gedröhnt. Und die Serie macht das nicht. Nee, macht sie nicht. Ich weiß. Deshalb hatte ich mit Milan schon gesprochen. Deswegen, aber wir haben ja gestern noch sehr lange drüber gesprochen. Die Shelby-Anlage ist die beste, die es gibt. Und ist sogar günstig, aber bei dir haben sie halt einfach Scheiße gebaut. Das ist der Punkt. Wenn ich für den Betrag nicht kriege, hätte ich die Kreiler nicht drin. Also. Ja, klar. Aber du hättest, wenn alles Taco gewesen wäre, nicht von der Stockanlage gewechselt. Nein. Weil die ist ja bullenlaut auch. Die war. Die ist bullenlaut. Und die Stellung, die Stufestellung. Ich konnte hier die 4 Stufen verstellen. Die waren ja, hier ja bei mir. Ja, ich weiß. Die ist ja variabel. Die geht ja Viertel, halb, genau. Dreiviertel voll. Genau. Ist ja wie beim Facelift. Meine kennt nur auf und zu. Aber. Ja, aber wie gesagt. Das Geknalle geht mal auf die Eier. Macht er das immer? Boah, das ist extrem. Also in jedem Modus, auch im Normal-Modus? Nee, das schalte ich nicht mit der Hand. In Handsteuerung, wo geradeaus? Im Prinzip such gleich mal eben eine Stelle. Ich versuch's mal hinzukriegen. Ja, das ist schon asozial, es ist irgendwo geil, aber wenn ich das nicht kontrollieren könnte und immer hätte, würde es mir auf den Sack gehen. Ich hab gemeint, es wäre was kaputt, ich habe den Marc Oliver gefroren, nee. Dann hatte ich den Henry und noch ein paar andere gefroren und gesagt, das ist normal. Ich sag, das ist doch nicht normal. Wollen wir einen Fahrerwechsel machen?
Musst du nur die Kamera festhalten. Fahrwerk sehr, sehr feinfühlig. Es ist, ja. Also es bügelt praktisch alles weg und wir haben ja jetzt hier nicht unbedingt gerade eine gute Straße. Klar, das Stück war jetzt gut, aber es hat seine Vor- und seine Nachteile. Also Nachteile, welche würdest du sagen? Ja, du kennst es ja besser, deswegen. Manchmal ist mir es auf so Strecke wie hier, wo die Straßennetze in Ordnung sind, ein bisschen zu hart. Da war das andere Fahrwerk angenehmer innen drin. Ich würde sagen, Traktionslevel unverändert, nur dass er nicht mehr diese Neigung nach vorne macht. Also sonst hattest du ja, dass der Vorderwagen sich ein bisschen hochgehoben hat, dass die Dämpfer unten halt eingetaucht sind. Genau. Ja. Aber ansonsten ist es halt immer wieder erschreckend, wie schnell, langsam du tatsächlich beim GT500 bist. Du bekommst die Geschwindigkeit gar nicht mit, die du eigentlich fährst. Ja. Weil das einfach so smooth und so sicher ist. Ist halt jetzt blöd, zu viel Autos. Ja, bei schnelle Kurve, Maxes Fahrwerk, also das sind doch schon gegenüber von dem sind Welten dazwischen. Also vermischt gefühlt. Mhm. Man muss halt immer, ich habe keinen Vergleich. Also. Ja, ich werde ja dann jetzt gleich innerhalb der nächsten 1-2 Stunden direkt Davids fahren. Und dann werde ich mal gucken. Und jetzt die Kappe noch drauf und die steckt frei. Aber Kappe ist ja ein Cheat. Das, das ist ja. Ja. Kappe ist nochmal ein ganz anderes Grip-Niveau-Level. Also mit dem alten Mustang wäre ich so nicht in die Kurven hingegangen, obwohl da auch ein KW-Fahrwerk drin war. Aber das hätte ich mich nicht getraut mit dem. Aber es ist erschreckend, wie viel das Fahrzeug verbraucht. Weil wir sind ja jetzt nicht viel gefahren, aber die Tankanzeige hat sich schon spürbar bewegt. Und das sind vielleicht 15 Kilometer gewesen. Ja. 150 Kilometer Spaß und dann ist empty. Ja. Wo ich bei 250 bis 300 liege. Aber also, der Auspuff ist mir, also, ich hab, nee, also. Es tut weh in den Ohren. Dieser Bereich, knapp 2000. So, das ist. Das hämmert halt richtig. Jetzt eben hast du gehört, so leichtes Dröhnen, so komisches Geräusch. Und ja, aber wenn du das einmal wahrgenommen hast, fixierst du dich da halt drauf. Ja, mit ist das bei mir so. Mittlerweile blende ich es aus, weil der Milan hat ja auch gesagt, es ist halt do. Also, ja, stimmt, der hat ja auch eine Quelle, da muss ich gleich auch mal drauf achten. Aber es darf eigentlich nicht sein bei einer Anlage, die 4.000 Euro kostet. Nee, eigentlich nicht. Sollte nicht so sein. Aber das, also das mit dem metallischen Scherben muss ich echt mal gucken. Das ist auch am Sack hier. Aber hier habe ich das Gefühl, dass das von da kommt. Als ich auf dem Beifahrersitz saß, hatte ich das Gefühl, dass das von hier kommt. Nee, habe ich alles schon festgehalten. Das war die Kamera eben hier von mir, wo so gerauscht hat. Hier oben. Ja. Kann möglich sein, dass unser Kleiner irgendwas da vorne an Geldmünze wieder in den gesteckt hat, Spardose. Kommen wir nicht über die Wiese rein? Nein, wir müssen sowieso auf den normalen Platz. Nein, ich meine, um den Stau zu umfahren, können wir nicht über die Wiese zur Ferienwohnung fahren? Nee, darfst du nicht. Das ist ja eigentlich als Inbahnstoß jetzt alles gedacht. Du kannst schon oben nicht runterfahren, die lässt dich nicht durch. Kommst du auch nicht durch, weil die Autos kommen dir ja entgegen jetzt. Wie willst du denn da runterkommen?
War ich, glaube ich, der erste Fremde, der sein Fahrzeug gefahren hat, oder? Hä? Ich war jetzt der erste Fremde, der sein Fahrzeug gefahren hat. Inoffiziell. Offiziell bist du nicht gefahren. Ja, weil die anderen, ja. Wärst du mit dem Shelby GT 500 oder 350 nicht in jede Versicherung aufgenommen, soweit wie ich das verstanden habe? Ja, es gibt tatsächlich. Mittlerweile, ich habe einen Kollegen, der hat sogar Probleme mit seinem. Also, der will sich einen Kompressor umgebauten holen. Der findet keine Versicherung, sagt er mir. Ja. Und der hat jetzt schon so viele angefragt, weil die da richtig scharf mittlerweile sind. Ja. Ja, es wird alles nicht besser, ist einfach so. Guten Abend, da bin ich wieder aus dem Office. Gerade das Video fertig geschnitten, jetzt mache ich gerade mal eben den Abspann für euch. Und zwar, ja, ich weiß, das Fahren war etwas monoton, aber der Holger wollte halt nicht vor die Kamera und das muss man halt einfach respektieren. Dafür haben wir ein verdammt geiles Fahrzeug gesehen, was man ja sonst auch nicht überall sieht. Und dieses Fahrzeug werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar Mal sehen, denn der gute Holger hat den Nagel auch ganz tief im Kopf sitzen. Ich habe es ja schon angeteasert, Leistung wird gemacht. Die sind da auch gerade schon ordentlich am Rumexperimentieren. Ja, und ich bin mal gespannt, wo da auf jeden Fall ihre Reise hingeht. Zurzeit ist so ein Kit 850 PS ungefähr angepeilt. Es kann aber auch mehr werden, wenn der Nagel noch weiter in den Kopf eindringt. Vielleicht gibt es auch noch ein Kompressor-Upgrade. Wer weiß das schon? Beim Holger weiß man das tatsächlich nie. Von daher, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen, auch wenn der Schluss so ein bisschen monoton war. Aber dafür gibt es halt ein paar geile Sachen auf Ohren. Und soundmäßig war das Ding ja auch nicht gerade ein leise Treter. Wie gesagt, als ich leider... kann man den Kaltstart halt nur einmal machen. Und ich hatte da die Kamera nicht drauf, aber die hätte das ohnehin nicht rübergebracht. Aber glaubt mir, Leute, so etwas Geisteskrankes habe ich noch nie gehört. Und ich habe schon sehr vieles gehört. Und ihr wisst ja, ich bin ja selbst Fächerkummer mit einer BCE bzw. mit einer Grail gefahren. Aber das habe ich noch nicht gehört. Das ist komplett gestört gewesen. Ich habe mich echt erschrocken. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist einfach geisteskrank. Es ist einfach gestört. Von daher, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Ist für den Algorithmus genauso wie einen Daumen hoch da. Wenn ihr nichts mehr bei mir auf dem Kanal verpassen wollt, lasst mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann, euer Quertreiber. Ciao.